Ich bin heute bei Hannover United, einem Rollstuhl-Basketball-Club aus Hannover natürlich. Und die sind derzeit auf Platz 1 der zweiten Bundesliga, also kurz vor dem Aufstieg. Und neben mir habe ich Martin Kluck, er ist sowohl Spieler als auch Trainer. Moin Martin. Hallo. Erstmal, warum machst du gerade Rollstuhl-Basketball? Du bist ja groß und eigentlich bist du auch nicht an den Rollstuhl gebunden. Wie kommt es, dass du Rollstuhlbasketball spielst? Was ist das Besondere daran? Na ja, erstmal bin ich auch im Sitzen ja dadurch groß. Ne? Also man wird ja nicht unbedingt viel kleiner. Alle sitzen ja beim Rollstuhlbasketball. Ich bin dazu gekommen über meinen Vater. Der hat vor über 30 Jahren Rollstuhlbasketball trainiert. Für mich ist der Rollstuhl einfach ein Sportgerät. Ja, ich sehe es, ich sage mal als Beispiel, ein Tennisspieler hat einen Schläger und einen Ball. Ich habe einen Rollstuhl und einen Ball. Und Rollstuhlbasketball ist meine Sportart. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß, weil es dynamisch ist. Es geht zur Sache, es kracht im Spiel, man fällt raus. Und trotzdem ist es aber alles auf einer ganz freundschaftlichen Basis mit den Gegnern und allem drumherum. Jetzt sehe ich schon gerade hinter mir, wird gerade schon fleißig trainiert. Was meinst du, jetzt will ich ja gerne mal eine Runde mitspielen. Inwiefern siehst du mich jetzt hier in dieser Mannschaft? Werde ich total versagen oder habe ich den Rollstuhl gleich unter Kontrolle? Ich denke mal, den Rollstuhl wirst du nicht unter Kontrolle haben. Versagen, das werden die anderen dir nicht zu spüren geben. Die werden dich, glaube ich, locker mitspielen lassen. Wenn sie wollten, würdest du dich nicht groß bewegen auf dem Spielfeld. Dann würden sie immer im Weg stehen und um dich rumfahren. Und du hättest, glaube ich, keine Chance. Andererseits ist Rollstuhlbasketball eine Sportart, die man relativ schnell lernen kann. Ein paar Trainingseinheiten würde ich dir Zeit geben und dann kannst du schon ganz gut mitmachen. Vielleicht nicht in der zweiten Bundesliga, aber im Anfängerbereich auf jeden Fall. Alles klar, dann will ich das mal ausprobieren und gleich loslegen. Moinsen, du bist der Tan und so wie ich gehört habe, der absolute Topscorer hier bei Hannover United. Wie kommt es, dass du hier am Rand sitzt? Ja, heute bin ich leider ein bisschen grippegeschwächt noch. Wir hatten gestern ein ziemlich hartes Spiel gegen Bonn, sehr wichtiges Aufstiegsspiel und da habe ich gedacht, da möchte ich meine Mannschaft doch nochmal unterstützen. Heute muss ich da leider Tribut für zollen und deswegen kann ich leider nicht mitmachen heute. So, wenn ich jetzt gleich mal eine Runde mitspielen will, was gibt es für Regeln, die ich da unbedingt beachten muss? Also wenn du dich beim normalen Basketball oder beim Fußgängerbasketball, wie wir Rollstuhlfahrer es nennen, auskennst, dann gibt es eigentlich gar nicht so viele Sachen, weil eigentlich sind alle Regeln gleich. Das Einzige, wo man ein bisschen drauf achten muss, sind der Schrittfehler. Wie macht man einen Schrittfehler im Rollstuhl? Das macht man, indem man dreimal zieht am Reifen. Das darf man nicht. Man darf zwei Schritte beim Fußgängerbasketball machen und bei uns darfst du halt zweimal am Greifreifen ziehen. So Martin, ich muss echt sagen, das war wirklich anstrengend für mich. Was meinst du, wie habe ich mich geschlagen im Rollstuhlbasketball? Ich denke mal, für jemanden, der das erste Mal im Rollstuhl saß, war das schon ganz okay. Geht natürlich besser. Natürlich ist es, wenn man das nicht gewohnt ist, wie der so ein Sportgerät funktioniert, fällt es einem schwer, bei uns mitzuhalten. Aber ich denke mal, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das habe ich zumindest die Hoffnung. Ja Martin, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich hier sein durfte.